Törö, und damit herzlich willkommen zurück in gleich einer actiongeladener Folge. Nicht Happy Wheels, sondern Wall-E. Und dann sind wir schon wieder tot. Diese Stelle ist irgendwie schwierig. Aber kein Problem, wir schaffen das. Ich glaube an uns. So, dann fahren wir diesmal etwas gerader vielleicht durch. Vielleicht wird es diesmal etwas leichter. Aber irgendwie tue ich mir an der Stelle ziemlich schwer. Diesmal sind wir nicht durch. Ich hätte gehofft, wir wären durch. Und das waren wir anscheinend nicht. Naja, kein Problem. Wir schaffen das noch. Man muss nur an sich selbst glauben. Guck, da war ich schon. Wir haben es endlich einmal geschafft. Aber wir haben schon viel Zeit verloren. Ich hoffe, das wird uns nicht zum Verhängnis. Aber es schaut gut aus. So, jetzt haben wir noch 40 Sekunden. Aber das werden wir schon schaffen. Wally, ich glaube an dich. Und wenn wir an dich glauben, dann bist du stark wie ein Roboter. Ich weiß, ich rede Blödsinn, aber das macht Spaß. Irgendwas reden und springen, das macht Spaß. So, dann schaut es hier wieder recht gut aus. Nur noch 13 Sekunden. Ich hoffe, das geht gut, aber hier haben wir es auch schon geschafft. Dann gleich einmal hinterher. Genau, Daten werden gespeichert und gleich einmal in das Level hinein. Eve-Reparatur. Müssen wir sie reparieren? Ich hoffe nicht. Schauen wir einmal. Dort hat Wally irgendwie eine extrem hohe Stimme gehabt. Ich weiß nicht, ob das sich so gehört, aber hat auf jeden Fall lustig geklungen. Aber jetzt müssen wir mal schauen, um was es geht. Beeilung, benutze deinen Laser, um Eve aus dem Schrottblock zu befreien, bevor sie in den Weltraum befördert wird. Achso, genau, das ging jetzt so irgendwie. Einfach mal freischneiden. Kann man es hier eigentlich auch treffen? Ich glaube nicht. Hallo? Da ist sie, juhu. Aber hier kommt wieder dieser G, weiß ich nicht wie er heißt. Oh, er steckt fest. Das ist super. Das ist richtig genial. Ach so, der ist ja eigentlich freundlich. Wie im letzten Part haben wir ja gesehen, dass der Mensch oder der andere Roboter die beiden geärgert hat und seitdem ist der G069 oder wie er heißt, freundlich. Schaut auf jeden Fall mal bei der letzten Folge vorbei, die ist dort oben bei dem E-Punkt verlinkt. Dort wird das Ganze genauer geschrieben. Ich habe es mir jetzt nicht genau gemerkt, aber es ist auf jeden Fall interessant. Und einmal nachschauen, das ist sicherlich nicht schlecht. So, was war das jetzt? Irgendwas hat er jetzt bemerkt, aber Eve wurde beschädigt, du musst sie reparieren. Erkunde die Umgebung, um alle nötigen Teile zu besorgen. Okay, dort oben ist ein Security-Dienst. Den würde ich gerne als erstes einmal abknallen. So, genau, weil sonst bringt der uns noch um oder macht mit uns böse Dinge. Dort oben ist eine rote Box. Oder? Ist es das? Was hier rot blinkt? Oder ist es dieses? Nein, es sind diese Artefakte. Okay, das ist... wird jetzt etwas viel Arbeit. Das sehe ich jetzt schon. Das sind... ist wieder so ein Roboter. Und, wer ist da? Heißt du Törö oder bist du Fisch? Ich weiß es nicht. Aber ist mir auch egal. Einer von unseren Freunden ist wieder da. Juhu! Das freut uns. Das freut mich. Das ist super. Genau. Wer das nicht weiß, wer das ist, bei einer Folge habe ich gefragt, ein paar Namen für diese, genau diese Figuren,
oder Menschen, weil ich fand, die sind so nett, die brauchen einen Namen. Und dann gab es halt zwei Beispiele und heraus kam halt Fisch und Törö. Aber es werden noch mehr Teile gesucht, also Namen gesucht, weil es gibt, glaube ich, insgesamt fünf verschiedene Tierarten oder wie man es nennen will. Und die könnt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Also Fisch und Törö ist schon besetzt und mehr wäre aber auch nicht schlimm. So, wie kommt man dort am besten hinein? Muss ich ja mal schauen. Vielleicht kann man hier hoch. Ja, das kann man. Und dann kann man vielleicht von hier aus rüber. Nein, das geht nicht. Wäre auch zu gut. Da kann man wahrscheinlich auch nicht drauf fahren. Ich schätze, man muss wirklich, so wie es ausschaut, hier hinüber. Auch, das war jetzt einfach. Das hat schwieriger ausgeschaut, als es ist. Dann können wir hier gleich einmal weiter. Und dieses nahe endlos klingendes Level weiterspielen. So, da drüben sind noch welche. Vielleicht kann man die jetzt schon bekommen. Weil ich glaube, dass man nicht alle sofort bekommen kann. Man braucht sicher irgendwelche Items. Und dort oben muss man rein. Das wird sogar extra markiert. So, dann bewege ich mich mal auf die Rampe mal wieder. Und zack. Und nein, ich spamme ja schon die Leertaste, aber trotzdem hat es nicht richtig funktioniert. Aber jetzt müsste ich drüben sein. Perfekt. Hier können wir dann auch wieder diese zwei Dinger zerstören. Und Kamera backt nicht so herum. Ich will nicht Wally von hinten sehen, sondern eher von vorne. Und wieder rüber. Mist, hat nicht so richtig funktioniert. Dann nehmen wir nochmal Anlauf. Und hey, Wally, geh doch dort hinüber. Dann kann man hier auch hindurch. Das ist irgendwie nerven. Wieso springt er nie so über die Kante, wie ich will? Und die Kamera buggt auch. Das ist einer der wenigen Aspekte, die ich von dem Spiel nicht mag. Sonst finde ich, ist das Spiel eigentlich echt gut gelungen für so ein altes Spiel und auch noch für ein Film, was ich meistens nicht ganz so gut finde, wenn also Spiele für Computer. Also, nein, was rede ich für Filme? Aber jetzt brauchen wir noch andere Sachen. Da vorne blinkt es, das ist sicherlich ein Artefakt. Davon habe ich auch noch nicht viel Glück gehabt. So, dann muss man als erstes mal, glaube ich, mit der Kamera anschauen. Genau. Jetzt kann man hin und genau, jetzt haben wir irgendwas gefunden. Oh, ein Akkordeon. Juhu, das könnten wir ja vielleicht spielen. Aber, kapierst es du? Nö, er will das nicht spielen. Schade. Das wäre witzig gewesen. Wir müssen sicherlich diesen Würfel da drüber befördern, aber ist sicherlich momentan nicht ganz so wichtig, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall würde ich gerne noch einmal zurück, weil dort hinten waren auch noch ein paar Gegenstände. Wo waren das? Das war dann da drüben. Genau da drüben will ich noch mal hin. Vielleicht gibt es das dort das, was wir suchen. Das ist die arme Eve. Aber gab es hier noch etwas? Auch schaut anscheinend nicht so aus. Dort oben ist wieder so eine Mutter. Ich hoffe, dass wir nicht alle Mutter brauchen. Das wäre wirklich ziemlich viel Arbeit. Aber dann suche ich einmal den Weg dorthin auf. Kann man dort überhaupt hinauf? Ich weiß es nicht. Dann gehen wir noch einmal zurück. Vielleicht gibt es dort wieder ein paar. So, es ist schon etwas kompliziert ist. Aber naja. Ja, kann man auch nicht machen. So, das ist dieser Würfel, den können wir auch gleich dann einmal hinüberschießen. So, dann nehme ich mir den und stelle ihn dann einmal dorthin. Zack, dann kommt der Würfel und der bringt uns um. Super gelaufen, ja, yeah. So war es geplant.
Also hat ja trotzdem funktioniert. Und Wally, ich meine, Törö, komm mit. Nicht dorthin. Naja, passt eigentlich, glaube ich, auch. Nö. Du musst hier hin. Hier hinunter. Dass ich dann auf dich drauf springen kann und du mich dann da drüber beförderst. Das wäre perfekt. Genau so kommt Terö. Nein! So war das nicht geplant. Das war ganz falsch. Ganz falsch. Böse. So, dann springen wir noch einmal hinauf. So, genau, dann machen wir jetzt einmal so. Und dann können wir hier hinein. Da können wir diese Coins abgeben. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Es hat sich ein Teil der Dings geöffnet, dieser Mauer. Aber dann können wir ja mal weiter. Auf den Würfel hinauf. Perfekt. Und dann öffnen wir das noch. Jetzt öffnet sich eine weitere Mutter. Läuft bei uns. Jetzt schaue ich mich einmal nochmal um. Da drüben gibt es dann noch eine Stelle. Da brauchen wir wieder so einen Würfel. Und der liebe Terreux muss uns dann auch wieder helfen. Er ist einfach nett. So wie alle Elefanten und Mitglieder der Elefantencrew. So, dann gehen wir einmal hinüber und das war eigentlich falsch. Ich wollte den Würfel abschießen und nicht den Boden. Aber wir schaffen das noch. Wally schnappt dir den Würfel und ja, genau. So, dann werfen wir das noch einmal ab. Wieso funktioniert das jetzt nicht? Mache ich etwas falsch? Wahrscheinlich kann er nur gerade oder so. Dann werfe ich den einmal dorthin. Mist, das war anscheinend auch nicht richtig. Wobei, jetzt können wir zumindest dort hinüber. Dann komm. Ich brauche noch einen Würfel. Ich schaue mal, ob man ihn jetzt dort hinüber werfen kann. So, da drüben gibt es ja auch Würfel. Funktioniert das? Nö, das funktioniert nicht. Vielleicht stört auch unser lieber Roboter, was ich eigentlich nicht glaube. Dann werfe ich das jetzt nochmal genau ab. Das war nicht genau. Von weiter weg. Dann schnappe ich mir noch einmal einen Würfel. Und jetzt muss es doch funktionieren. Komm schon. Nein, das war anscheinend auch nicht richtig. Wie kommt man dort hinein? Das muss doch jetzt gehen, indem man einfach diesen Würfel abschießt. Wieso willst du nicht funktionieren? Bist du verbuggt oder? Ich weiß es nicht. Komisch. Vielleicht muss man ihn mehr auf die Seite werfen. Oder es geht, kann noch gar nicht funktionieren. Das sind alles Fragen, die ich mir gerade stelle. So, das funktioniert auf jeden Fall nicht. Kann man dich bewegen? Nö. Kann man vielleicht irgendwie hineinspringen oder so? Nein, man braucht diesen Ding. Dann komm einmal her, dann will ich als erstes einmal diesen anderen Raum öffnen. Genau, dann gehen wir dort nochmal hinauf und springen dort hinunter. Vielleicht funktioniert es dann, wenn wir dieses Tor zuerst öffnen. Törö, Törö und nochmal Törö. Dann haben wir diesen Abschnitt auch geöffnet. Und jetzt wird es ganz interessant. Wie kann man die andere Hälfte noch öffnen? Ich hoffe, dass das Spiel dann speichert, weil sonst wird es etwas knapp mit der Zeit. Weil sonst wird die Folge ein bisschen zu lang, was ich auch nicht unbedingt will. Hat der Würfel vielleicht irgendwas? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie ist das alles ziemlich komisch. Vielleicht kann man. Boah, jetzt lägt es auch noch. Vielleicht kann man etwas anders abschießen, sodass er sich bewegt. Ich werfe ihn jetzt einfach mal in die Gegend. Okay, das funktioniert. Dann versuchen wir ihn einfach langsam immer weiter zu bewegen. So, dann nehmen wir nochmal diesen Würfel. Komm, Würfel. Du gehst jetzt auf Reisen. Hat es funktioniert? Die Sicht ist etwas fehlerhaft. Das nervt bei diesem Spiel. Das habe ich schon oft genug gesagt.
Aber es wird nichts ändern. So, weil ich glaube nicht, dass das Spiel noch ein Update bekommt. Das wäre irgendwie komisch. Töre bei Fuß. Perfekt. Dann komm und stell dich hier irgendwo hin. Genau hier. Das passt ungefähr. Dann muss ich nochmal auf dich hinaufspringen, wenn ich das darf. Nein, darf ich nicht. Wenn ich das darf, habe ich gesagt. Da fliege ich hinunter. So war das auch nicht geplant. Komm, her. So, genau. Das müsste jetzt funktionieren. Jetzt sind wir etwas näher, höher als der Schirm. So, dann gehen wir jetzt hier hinüber und können hinunterfliegen. So war das nicht geplant. Wir müssen anscheinend noch einmal hoch. Das ist ziemlich anstrengend. So habe ich mir das nicht vorgestellt. So, genau, jetzt einfach drauf. Genau so. Und die Dings einmal zerstören. Und den Münzen abgeben. Jetzt öffnet sich das letzte Tor. Und wir können jetzt dann dort hinein. Ich hoffe, dass uns was hilft und es dort ein paar Items gibt. Nein, es bringt Securities. Das ist nicht super. Oh. Aber den können wir ja auch rammen, hat es geheißen. Genau, so geht das auch. Und dann sind die eigentlich kein Problem. Das ist auch noch einer. Und was erwartet uns da dahinter? Noch mehr Roboter. Super. Das ist genau das, was ich mir erhofft habe. Können wir jetzt dort einfach weiter ohne Wally? Wir haben erst 3 von 20. Das ist echt wenig. Mist. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber vielleicht gibt es hier noch ein paar. Kann man vielleicht hier irgendwo speichern? Das wäre nett. Glaube ich aber nicht. Was bist denn du? Bist du ein neues Haustier? Achso, du bist. Was bist du? Was macht er? Für was ist er gut? Bist du nett? Vielleicht kann er irgendwie diese Boxen zerstören. Ja, das kann er. Aber was bringt sich das? Das ist die nächste Frage. Gute Frage, nächste Frage. So, dann gehen wir dann noch einmal hindurch und zerstören auch noch diese Kiste. Perfekt. Dort ist auch noch eine. Und dann können wir hier hinüber und da sind noch ein paar Leben anzeigen oder wie sie heißen für Wally. Ein paar Muttern wahrscheinlich. Ist da drüben nichts? Nö, anscheinend nicht. Dann können wir jetzt hier nicht dort hinüber. Wir müssen dort wieder hoch. Wally, komm. Mach weiter. Perfekt. Dann springen wir jetzt hier hindurch. Genau so war das geplant. Eigentlich ja nicht, aber ist auch egal. Dann gehen wir jetzt hier einmal hinauf. Nicht so, aber anders. So, jetzt einmal Schwung holen. Und hier hinauf. Perfekt. Das ist ein Durchgang mit noch mehr Leben anzeigen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir noch viel zu wenig haben. Hier sind wieder ein Gang. Du bist Fisch. Fisch, komm mit, helf mir. Wir müssen etwas finden. Wir müssen unsere Freunde wieder reparieren. Aber trotzdem, weil das Let's Play jetzt sicher schon relativ lang ist, würde ich sagen, ich beende es hiermit. Und ja, im nächsten Part werde ich versuchen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das mache. Vielleicht, wie soll ich das machen? Weil das Problem ist, dass es ja nicht richtig speichert, das Spiel jetzt. Und dass wir nicht dann bei genau 1 zu 1 sind. Aber ich werde trotzdem versuchen, dass ich genau die gleichen Items habe. Es wird etwas schwierig, aber ich versuche mein Bestes. Das ist es mir wert. Und ja, genau. Hiermit beende ich einfach das Let's Play. Schade, dass das Level jetzt etwas länger dauert. Aber das ist alles kein Problem. Ich werde mein Bestes geben. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch einmal eine Bewertung und einen Kommentar da. Jo,
Das war's und ich verabschiede mich wie immer mit einem kräftigen Törö.